Ich möchte uns heute von Ihrem Leben und auch von Ihren Sorgen, die ihr die politische Lage bereitet, berichten. Mein Name ist Sabia, ich bin 17 Jahre alt. Ich bin mit meinen Eltern und 4 Geschwistern vor 2 Jahren aus Afghanistan geflohen, wo es keine Sicherheit, keine Freiheit für uns als Familie und keine Bildung für uns als Mädchen mehr gab. Wir als SPD Rhein-Hunsrück sind Mitglied im Bündnis hier heute, weil für uns wichtig ist, dass wir auch Flagge zeigen für Menschlichkeit, für Solidarität, für Toleranz, fürs Miteinander und vor allem für die Demokratie hier in Deutschland. Anlässlich dessen, was die Korrektivrecherchen zutage gebracht haben und anlässlich dessen, dass heute Alice Weidel und ganz viele AfD-Vertreterinnen und Vertreter hier eine Veranstaltung machen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir wirklich hier mit überparteilich mit ganz vielen Vertreterinnen und Vertreter von der Gesellschaft, von den Kirchen Flagge zeigen, dass wir nicht möchten, dass hier wieder Rassismus, Hass und Hetze vorherrschen in Deutschland, dass wir Flagge zeigen. Wir sind alle gemeinsam hier, um gegen Deportationen, gegen Hass und für Demokratie und Menschlichkeit einzutreten. Nie wieder Faschismus. Vielen Dank. Ja, für uns Grüne ist es ganz wichtig, heute hier zu stehen. Als wir davon erfahren haben, dass Alice Weidel hier nach Simmern kommt, war es ganz klar, hier müssen wir was tun. Wir müssen hier ein ganz breites Bündnis aufstellen mit allen Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, parteiübergreifend, um einfach hier zu vertreten, oder für die Demokratie hier zu stehen, für die Menschenrechte, für die Rechtsstaatlichkeit. Das Grundgesetz ist das Beste, was wir haben und das gilt es zu verteidigen. Und nach diesen Korrektivveröffentlichungen war es ganz wichtig, dass wir das jetzt machen, weil wir einfach ganz viele Menschen zusammenbringen müssen. Wir sind mehr und wir müssen einfach die Stimme erheben, so kann das nicht weitergehen. Und je früher, desto besser, von daher. Und der Hunsrück ist bunt, wir brauchen diese Vielfalt. Und daher gar kein Thema. Wir stehen hier und sind froh, dass so viele Menschen gekommen sind. Eine wunderbare Veranstaltung. Wir halten Sie nicht davon ab, auf die Versammlung zu gehen. Stellen Sie Ihre Personalien fest. Anschließend können Sie sofort auf die Versammlung gehen. Je länger Sie sich weigern, die rauszugeben, desto später kommen Sie an. Ja? Eine Antwort an die Polizeiführung, die können Sie sagen, dass Sie diese Maßnahmen beschweren. Wir werden diese Maßnahmen jetzt durchsetzen, ob Sie das wollen oder nicht. Haben Sie das verstanden? Was ist das für ein Beschwerden? Also Sie werden ja nicht einfach hier hingefahren haben, hey, wir haben Bock, diese Leute aufzuteilen. Und wir haben eine Rechtsgrundlage. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, sind ein bisschen schwarz gekleidet. Für die CDU ist es Selbstverständlichkeit, dass wir bei einer Kundgebung, in der es um Demokratie, um Menschenrechte und Toleranz geht, dabei sind. Wir waren von Anfang an in der Bundesrepublik dabei, als es um die Erstellung des Grundgesetzes geht, dass die Grundrechte für alle Menschen, die hier leben, garantiert. Und entsprechend stehen wir heute ganz klar dazu. Und wir erkennen, dass momentan Tendenzen in der Gesellschaft da sind, die dieses Fundament unserer Demokratie unterlaufen wollen. Und deshalb ist es uns wichtig, heute ein klares Zeichen zu setzen, dass diese Fundamente von Demokratie, von Menschenrechte, von Toleranz nach wie vor Bestand haben und nach wie vor wichtig sind. Und deswegen sind wir heute hier.78 Jahre nach der Konferenz von Malta, als Menschen sich treffen mussten wegen NaziInnen, treffen sich in Simmern erneut Menschen wegen NaziInnen, und zwar draußen. Ich bin persönlich betroffen, deshalb bin ich hier. Mein Schwiegervater ist Pole. Er wurde im Januar 99 Jahre alt und ist im Alter von 14 Jahren nach Deutschland zur Zwangsarbeit deportiert worden. Und heutzutage, jetzt aufgrund von den Ermittlungen von Korrektiv, ist schon wieder von Deportationen in die andere Richtung die Aussage gemacht worden. Also wir brauchen diese braune Soße eigentlich nicht. Keiner hat sie gerufen.